Herzlich willkommen zur 18. Vorlesung Technische Informatik, Digitaltechnik. Professor Hanneberg ist immer noch krank, das heißt, er muss immer noch vorlieb nehmen mit mir. Und wir wollen heute ein bisschen wiederholen, ganz kurz. Das D-Flip-Flop, auf Taktflanken gesteuerte Flip-Flops, die restlichen Flip-Flops fertig behandeln und dann fangen wir an mit der Entwicklung von synchronen Schaltwerken. So, nochmal, kurz ein paar Folien von der letzten Vorlesung nochmal zum Auffrischen. Wir hatten vorgestellt, das D-Latch, ein synchrones D-Flip-Flop, und wir haben gesagt, wir haben das RS-Flip-Flop erstmal vorgestellt und haben gesagt, beim RS-Flip-Flop haben wir die Nebenbedingungen zu beachten, dass stets R und S gleich 0 gelten muss. Das heißt, die Eingangsbelegung 1,1 für R und S ist verboten. Alle anderen Eingabebelegungen sind erlaubt. Haben dann gesagt, genau um diese Nebenbedingungen zu erfüllen, können wir ja einfach einen Eingang D erzeugen und diesen Eingang D bejaht zum S-Eingang und negiert zum R-Eingang führen. Das sah dann so aus. Und da es sich um synchrones Flip-Flop hier handelt, haben wir das Ganze ein D-Flip-Flop genannt und weil synchron ist, ein D-Latch. Und das Schaltbild, das sehen wir hier rechts unten. Den internen Aufbau mit einem RS-Flip-Flop sehen wir oben. Die Funktionstabelle haben wir so definiert, dass wir gesagt haben, immer wenn D 0 ist, ist mein Folgezustand unabhängig vom vorherigen Zustand 0. Wenn D 1 ist, ist mein Folgezustand unabhängig vom vorherigen Zustand 1. Das heißt, in allen Fällen wird der anliegende Eingabewert als Flip-Flop-Zustand übernommen und es wird einen Takt lang gespeichert. Die Ansteuertabelle des D-Latches, haben wir gesagt, kann man leicht aus der Funktionstabelle gewinnen, indem wir einfach permutieren. Das heißt, wir vertauschen hier die Zeilen. Erstmal schieben wir die Zustandsvariable nach links, die Steuervariable nach rechts, vertauschen dann die Zeilen entsprechend, also sortieren die Zeilen nochmal neu und kommen dann auf die Ansteuertabelle. Schaltsymbol, wie eben schon erwähnt, ein D. Wir erinnern uns nochmal mit diesem Takteingang, der als C1 bezeichnet wird und den Eingang D beeinflusst. Deswegen die 1D beim Eingang. Das heißt, es wird gesteuert durch den, ist abhängig vom Taktsignal, deswegen die 1 vorne. Und das Taktsignal hat noch Einfluss auf andere Eingangssignale, deswegen die 1 dahinter. Am Ausgang jeweils Q als Ausgang und Q negiert. Hier auch ersichtlich durch diesen Negationskringel. Und wir haben ein kleines Beispiel gezeigt in dem Impulsdiagramm. Gehen wir davon aus, dass unser Takt so aussieht und unser Eingangssignal für das D-Flip-Flop so aussieht. Dann müssen wir nur die Taktflanken, die Taktpegel betrachten, die auf High sind, also die hoch sind. Und für diese Eingänge wird für diese Taktsegmente wird die Eingangsvariable als Zustand für das D-Flip-Flop übernommen. Sieht dann so aus. Das heißt, alles, was hier im gelben Bereich ist, wird ignoriert. Und der Zustand, der vor diesem gelben Segment war, wird im D-Flip-Flop gespeichert. Das heißt, hätte ich jetzt hier eine 1 anliegen in meinem Eingangssignal, würde hier als Zustandsvariable komplett durch dieses gelbe Segment die 1 anliegen. Wie gesagt, dieser Eingabeimpuls hier wird zum Beispiel ignoriert, weil es sich hier auf dem niedrigen Pegel des Taktes befindet. Und wir haben letztes Mal noch kurz, bevor wir fertig waren, erwähnt, dass dieses Verhalten vielleicht ein bisschen suboptimal ist, weil wir hier ein synchrones D-Flip-Flop haben. Und wir haben ja hier innerhalb dieses Hochpegels des Taktes haben wir ein asynchrones Verhalten, weil alles, was hier anliegt, wird direkt übernommen, unabhängig davon, wie schnell ich meinen Takt habe. Ja? Das heißt, wir wollen jetzt ein taktflankengesteuertes D-Flip-Flop vorstellen, und zwar
soll dieses Flipflop die Daten, die am Eingang liegen, also die Eingangsvariable, nur dann als Zustand speichern, wenn eine Taktflanke vorliegt. Das heißt, eine Taktflanke ist sowas hier. Das hier nennen wir einen Auftakt, das hier einen Abtakt, Aufwärtstakt, Abwärtstakt. Ja? Das sind Taktflanken. Das gewünschte Verhalten ist jetzt, dass immer nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt das, was hier anliegt, übernommen wird und den Rest vom Takt ignoriert wird. Ja? Dadurch haben wir ein Verhalten, das eher einem synchronen, ein synchrones Verhalten widerspiegelt. Um das zu realisieren, muss man zwei D-Latches hintereinander schalten und diese hintereinander geschalteten D-Flip-Flops oder D-Latches werden mit komplementären Takteingängen gespeist. Wir nennen das ganze System ein Master-Slave-Flip-Flop. Das erste Latch wird Master-Latch genannt, das zweite Slave-Latch. Ist wohl noch politisch korrekt, habe es nachgegoogelt. Das braucht man nicht ändern. Okay. Konkret sieht es so aus, wir haben hier die Schaltung, reguläres D-Flip-Flop 1, hat den D-Eingang, erzeugt einen Q1-Ausgang und dieser Q1-Eingang ist direkt mit dem D-Eingang des zweiten Flip-Flops verbunden. Wir haben hier ein Taktsignal, das beide Flip-Flops speist, nur das erste wird mit einer wird nochmal invertiert. Wie sieht das Verhalten jetzt aus? Bei einem niedrigen Taktpegel, also wenn hier das T auf 0 ist, oder auf Low ist, kommt hier das invertierte Taktsignal beim ersten Flipflop an. Das heißt, alles, was an D anliegt, wird im ersten Flipflop gespeichert. Also auch asynchron hier, so wie wir es vorhin gesehen haben. Sobald der Takt jetzt wechselt, also von Low auf High geht, wird dieses Signal invertiert. Das heißt, dieses Flipflop sperrt und der Zustand, der hier gespeichert ist, liegt dann am zweiten Flipflop an. In der ersten Taktphase, wo der Takt noch low war, hat dieses Flipflop gesperrt. Das heißt, der Ausgang, der vom ersten Flipflop produziert wurde, hat hier keine Rolle gespielt. Der Zustand hier wird gehalten. Erst wenn der Takt hier sich ändert, von 0 auf 1 geht, öffnet dieses Flipflop und dieses hier sperrt. Das heißt, der gespeicherte Zustand wird dann hier als Eingabevariable für das zweite Flipflop gespeist. Und das zweite Flipflop übernimmt dann diesen Zustand. Da während dieser gesamten Phase, wo der Takt jetzt hier auf 1 ist, dieses Flipflop sperrt, entstehen hier keine Änderungen mehr. Ja? Das heißt, genau dieser Zustand, der gespeichert wurde, liegt die ganze Zeit stabil am zweiten Flipflop an und dementsprechend wird dann auch hier eine Ausgabe produziert. Hier nochmal zum Nachlesen. Also während hier gleich 0, und so weiter. Genau. Also was wir gesehen haben, dass ihr zu Hause nochmal nachlesen könnt. Machen wir weiter. Um zu symbolisieren, dass es sich jetzt um eine Taktflankensteuerung handelt, ändern wir unser Schaltsymbol. Und zwar fügen wir noch zusätzlich hier ein Dreieck an. Beim Takteingang. Das soll uns symbolisieren, dass hier eine Taktflanke, also eine Änderung des Taktes, dazu führt, dass eine Aktion durchgeführt wird. Und wenn wir jetzt auf negative Taktflanken, also auf Abwärtstaktflanken reagieren wollen, dann müssen wir dieses Signal nochmal invertieren. Das heißt, wir fügen hier für die negative Taktflanke nochmal diesen Invertierungskreis vorne dran. Und das zeigt uns dann, dass wir jetzt nicht auf Abwärtstaktflanken reagieren. Schaltsymbol sieht so aus und ein kleines Beispiel. Wir haben hier den Takt und das Eingabesignal nochmal. Und dieses Flipflop reagiert jetzt nur zum Auftakt. Ja, das heißt, nur wenn es hier aufwärts geht, wird der Eingang betrachtet und dieser Zustand wird gespeichert. Resultierend sieht es dann so aus, dass wir zu diesem Zeitpunkt eine 1 anliegen hatten. Das heißt, der Zustand 1 wird für das Flipflop übernommen und als Ausgabe geschaltet. Und im zweiten Teil ist eine 0 am Eingang oder ein Low-Pegel und diese 0 wird übernommen als Zustand und ebenfalls an den Ausgang weitergeleitet.
So, es könnte sich ja jetzt anbieten, dass wir sagen, okay, das Prinzip ist ja toll, wieso machen wir das nicht mit dem RS-Flipflop? Mit dem RS-Flipflop funktioniert diese Schaltung so nicht. Und zwar, wir erinnern uns nochmal, das RS-Flipflop soll ja bei RS 0 soll es den Zustand speichern, bei RS 1.0 soll es resetten und 0.1 soll es setten, das heißt auf 0 oder auf 1 wechseln und Eingabezustand 1 haben wir ja verboten. Das Schaltbild wäre jetzt genau dasselbe Schaltbild, nur dass wir hier D-Flipflops ersetzt haben durch RS-Flipflops und wir haben hier nochmal zwei Eingänge, von denen wir jetzt ausgehen, dass die gültige Konfiguration beinhalten, das heißt die 1.1-Belegung nicht beinhalten. Und wir betrachten jetzt ein kleines Beispiel, was jetzt hier passieren würde. Das gewünschte Verhalten hier wäre, dass wir nur zu diesem Aufwärtstakt die Konfiguration von S und R betrachten und die Ausgabe Q nur an dieser Stelle ändern. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt auf betrachten wir jetzt mal das erste Flipflop. Ist ja weg. So. Betrachten wir jetzt das erste Flipflop und sagen, der Zustand, der im Flipflop gespeichert sei, sei eine 1. Dann liegt zu diesem Zeitpunkt liegt nur jeweils eine 0 an R und S an. Das heißt, Zustand beibehalten und speichern. Wenn wir jetzt aber den Verlauf angucken, dann sehen wir, dass ein kurzer Impuls auf R an diesem Punkt dafür sorgt, dass Q1 zurückgesetzt wird. Ja? Also so ein kurzer Impuls auf R reicht schon, dass wir hier zurücksetzen und dann bekommen wir hier eine 0 geliefert und würden hier beim zweiten Flipflop die 0 als Eingabe haben, hier und eine 1 auf Reset, das heißt der Pegel würde hier von 1 nach 0 gehen. Obwohl eigentlich das eigentliche Verhalten, das wir uns gewünscht hätten, dieses gewesen wäre, dass wir hier auf 1 bleiben. Ja? Weil Zustand speichern. Das heißt, diese Schaltung so funktioniert mit dem RS-Flipflop nicht. Genau, nochmal zum Zuhause nachlesen. Und wir kommen jetzt wieder zurück nach diesem kurzen RS-Ausflug, kommen nochmal zurück zum D-Flipflop. Die D-Flipflops sind die am einfachsten zu realisierten flankengesteuerten Speicherelemente und haben sehr, durch ihren sehr kleinen Flächenbedarf werden sie sehr häufig in integrierten Schaltungen verwendet. So, wie baut man Schaltwerke mit D-Flipflops? Wir haben in der letzten Vorlesung schon gesagt, für jeden Zustand, den ich in einem Schaltwerk speichern will, brauche ich einen Flipflop, weil jedes Flipflop einen Zustand repräsentiert. Das heißt, wenn ich mein Schaltnetz hier aufteilen kann, also hier nochmal wichtig, wir haben hier flankengesteuerte Flipflops, D-Flipflops. Wenn ich mein Schaltwerk aufteilen kann in diesen Bereich, wo meine Zustandsvariablen gespeichert werden und einem Schaltnetz, dann kann ich hier aus dem Schaltnetz die Rückführungen für meine D-Flipflops bauen und die restlichen logischen arithmetischen Funktionen hier in meinem Schaltnetz ausführen. Ich kann hier alle Flipflops gleichzeitig mit dem Takt speisen. Das heißt, alle Änderungen, die hier im Schaltnetz durchgeführt werden, wir erinnern uns nochmal, die ganzen Betrachtungen mit den Wettläufen, kritischen Wettläufen, mit den ganzen Hazards und so weiter, sind hier dann schon stabilisiert. Das heißt, hier habe ich dann stabile Ausgänge und diese stabilen Ausgänge liegen dann so lange am Eingang der Flipflops stabil an, bis mein Takt mir sagt, jetzt übernimm die Änderungen. Ja? Das heißt, die ganzen Betrachtungen mit den asynchronen Schaltwerken kann man dann hier vermeiden. Funktionsweise, Flipflops werden mit der 0-1-Flanke geladen und so weiter. Alles, was wir gerade gesagt haben, nochmal zum Nachlesen, wenn es zu Hause nochmal anschaut. Wir können synchrone Schaltungen aber nicht nur mit den flankengesteuerten Flipflops, sondern auch mit den pegelgesteuerten Latches aufbauen. Dafür müssen wir allerdings ein bisschen umkonstruieren. Unser Schaltnetz muss dann diese Form einnehmen können. Und zwar haben wir jetzt nicht mehr diese taktflankengesteuerten Flipflops, sondern wir haben hier die D-Latches.
also die synchronen D-Flip-Flops. Wir betrachten jetzt das Schaltnetz 1, das Ausgaben produziert für die Flip-Flops, die mit T2 gesteuert werden, mit T1 gesteuert werden. Also die Ausgaben hier führen zu den mit T1 gesteuerten Latches. Hier finden dann die Zustandsänderungen statt, liegen dann stabil im Schaltnetz 2 an. Schaltnetz 2 bearbeitet dann diese Eingaben, erzeugt dann Ausgaben für die Flipflops, die mit T2, mit dem Takt 2 gesteuert werden. Die liegen dann so lange an, bis T2 auf 1 wechselt. Wir nennen dieses Schaltwerk ein synchrones Schaltwerk mit Latches und Zwei-Phasentakt. Dieser Zwei-Phasentakt ist sehr wichtig, weil wir hier, also betrachten wir mal den Fall, dass wir hier T2 0 haben. Wenn T2 0 ist, dann sperrt dieses Flipflop. Das heißt, die Ausgaben hier liegen stabil an. Schaltnetz 1 berechnet die Eingaben, führt diese Eingaben zu dem unteren Teil, zu dem Vorteil von Schaltnetz 2. Hier muss in der Zeit T1 auf 0 sein. Das heißt, T1 muss erstmal sperren. Dann sollte T2 auf 0 gehen, also hier sperren, und T1 sollte öffnen. Das heißt, hier gehen dann die Eingangsvariablen ins Schaltnetz 2 und die Ausgaben hier werden berechnet und erst wieder, wenn die hier stabil anliegen, sollte T1 wieder auf 1 wechseln, T2 wieder auf 1 wechseln. So, wichtig hier ist, dass haben wir das hier schon? Nee, nächste, oder? Nee, das ist das, was wir gesagt haben. Wichtig hier ist, wir dürfen die zwei Takte niemals gleichzeitig auf dem High-Pegel haben. Weil, wenn wir hier T2 auf 1 haben und T1 auf 1 haben, sind beide Flipflops unverriegelt. Das heißt, alle Eingaben werden als Zustand gespeichert und direkt an das Schaltnetz übergeben. Und das bedeutet ja quasi, dass wir keine Flipflops haben davor, ja? Nur Verzögerungen. Und das wiederum bedeutet, dass wir hier nicht mehr ein synchrones Schaltwerk haben, sondern für einen kurzen Zeitpunkt, zu dem T1 und T2 ein High-Pegel haben, ein asynchrones Schaltwerk haben. Oder ein asynchrones Schaltwerk. Und das wiederum bedeutet, wir müssen die ganzen Betrachtungen mit Hazards, die ganzen Betrachtungen mit Wettläufen, müssten wir dann theoretisch hier nochmal machen. Das heißt, wir verbieten in einem Zwei-Phasen-Takt den Zustand, dass beide Takte gleichzeitig offen sind. Und wie realisiert man das Ganze? Man realisiert es so, dass man jeweils hier Verzögerungen hat. Das heißt, erst wenn T2 0 ist, schaltet T1 auf 1. Wenn T1 dann auf 0 geht, erst danach schaltet T2 dann auf 1. Das heißt, hier sieht man schön, dass immer nur ein Takt gleichzeitig einen High-Pegel hat. Ja, also niemals gleichzeitig auf 1. So. So, theoretisch klingt das alles toll. Funktioniert ja, sieht man ja hier. In der Praxis sieht es aber so aus, dass wir natürlich immer Verzögerungszeiten hatten und niemals irgendwelche Taktsignale sofort von 0 auf 1 wechseln, sondern dass dies graduell passiert. Und damit diese Flipflops trotzdem sicher funktionieren können, müssen wir das garantieren. So, dafür betrachten wir mal, wie das Ganze aussieht, ein bisschen genauer. Oben sehen wir die Taktflanke. Wenn wir jetzt die Zeit ein bisschen auseinanderzerren, sieht es so aus, dass hier unser idealer Wechsel stattfinden würde. Also das wäre die gewünschte Taktflanke. In der Realität aber haben wir genau dieses graduelle Verhalten. Das heißt aber auch, dass wir ein gewisses Zeitintervall davor und danach nichts ändern sollten. Ja? Und dieses gesamte Intervall, das nennt man das Empfindlichkeitsintervall eines Flipflops, den Bereich vor der Taktflanke nennen wir Setup oder Setzzeit. Setup-Time oder Setzzeit. In dieser Zeit dürfen keine Änderungen am Eingang
erzeugt werden und das Eingangssignal muss stabil anliegen. Dann haben wir noch die Hold Time, die Haltezeit, und das ist die Zeit, in der das anliegende Signal mindestens stabil sein muss, damit das Flip-Flop richtig funktioniert. Dieses Empfindlichkeitsintervall ist natürlich abhängig vom Flip-Flop und von der Implementierung, wie es gebaut ist. Das heißt, normalerweise hat man das dann in irgendeinem Datenblatt stehen, wie lang diese Zeiten sind. Je kürzer diese Zeiten sind, desto besser ist natürlich das Flip-Flop. Das heißt, wenn dieses Empfindlichkeitsintervall zu groß ist, dann kann es auch passieren, dass wenn wir Schaltungen bauen, wo Flip-Flops direkt hintereinander geschaltet sind, dass dann Probleme entstehen. Dieses problematische Verhalten können wir lösen mit einem zwei Flanken gestörten Flip-Flop. Und zwar ist die Funktionsweise so, dass die Eingabedaten bei einer Auftaktflanke übernommen werden, sich aber erst bei einer Abtaktflanke am Ausgang bemerkbar machen. Das heißt, zwischendrin verriegelt das Flip-Flop und dieses zwei Flanken gesteuertes D-Flip-Flop sieht so aus. Wenn wir jetzt vergleichen vorher mit unserem taktflankengesteuerten Flip-Flop, ist jetzt zusätzlich noch hinzugekommen dieses Element und dieses Element. Ja? Also, wir benötigen ein drittes Flip-Flop hier. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Diese Funktion kennen wir ja schon, das heißt, bei einer Aufwärtstaktflanke wird das Eingabesignal übernommen, beim zweiten Flipflop wird gespeichert. Dadurch, dass wir hier den Takt nicht beim normalen Takt abgreifen, sondern beim invertierten Takt, bekommen wir einen halben Taktzyklus Verzögerung. Und erst nach dieser Verzögerung wird dieser Zustand, der hier stabil anliegt, weitergegeben an den Ausgang. Ja, also wir haben hier eine künstliche Verzögerung von einem halben Takt. Schaltsymbol sieht so aus und sieht fast genauso aus wie das taktflankengesteuerte Flip-Flop vorhin. Nur mit dem Unterschied, dass wir hier ein gespiegeltes und umgedrehtes L haben, zusätzlich am Ausgang oder an beiden Ausgängen. Und dieses Symbol sieht halt aus wie ein halber Takt. Ja, soll quasi repräsentieren, dass wir hier einen halben Takt Verzögerung haben. Schaltsymbol haben wir gesagt, sieht so aus. Und ein kleines Beispiel mit dem Impulsdiagramm wieder. Wir sehen hier den Takt. Wir sehen hier die verschiedenen Flanken des Takts. Wir haben hier eine Aufwärtstaktflanke jeweils an den roten Stellen und eine Abwärtstaktflanke an den blauen Stellen. Und wir betrachten jetzt folgendes Eingabesignal. Was passiert jetzt? Jeweils zu den roten Zeitpunkten wird das Eingabesignal übernommen als aktueller Zustand des Flipflops, wird aber nicht direkt an den Ausgang geschaltet, sondern erst zu den blauen Zeitpunkten. Ja? Das heißt, wir haben hier eine 1, die am Eingang liegt. Das vorherige Ausgabesignal war eine 0 oder ein Low-Pegel. Und diese 1 wird übernommen und erst an den blauen weitergereicht an den Ausgang. Genauso verhält es sich hier. Wir haben hier eine 0 und diese 0 wird erst einen halben Takt später an der blauen Stelle weitergereicht an den Ausgang. Ja? Also ganz einfach, die Schaltung ist ganz einfach, wie ihr hier sehen könnt. Das Resultat ist aber tatsächlich, dass wir einfach nur einen halben Takt Verzögerung haben beim Ausgang. Nochmal kurz zur Wiederholung, wofür brauchen wir das? Wir wollen verschiedene Fehlverhalten des Flipflops einfach verhindern, indem wir dafür sorgen, dass wenn wir zwei Flipflops hintereinander schalten, dass das Ausgangssignal stabil anliegt und damit der Empfindlichkeitsbereich vom Flip-Flop nicht dafür sorgt, dass wir irgendwelche komischen Schwingungen, Schwingungsverhalten oder irgendwelches unvorhergesehene Verhalten erzeugen. Soweit Fragen erstmal. Keine? Machen wir weiter.
Das nächste Flipflop, das wir betrachten wollen, ist das JK-Flipflop. Warum es JK-Flipflop heißt, werden wir gleich erwähnen. Erstmal zur Motivation. Wir haben gesagt, es gibt einen RS-Flipflop und beim RS-Flipflop haben wir diese, sollte jetzt jeder im Schlaf können, diese verbotene Eingangsbelegung von 1-1. Und wir wollen jetzt einen Flipflop konstruieren, welches genau diese Kombination erlaubt, aber nicht nur erlaubt, sondern zusätzlich noch als Funktion zur Verfügung stellt. Und wir haben ja folgende Funktionen definiert. Beim RS-Flipflop, wir haben gesagt, wir haben einmal den Zustand speichern, den Zustand setzen oder rücksetzen. Und es bietet sich dann an, als vierte Funktion einen Zustand, eine Funktion zu implementieren, die da heißt kippen. Also wir wollen das Bit kippen. Ja? Und diese Eingangsbelegung RS11, die wir verboten haben, soll genau diese Funktion erfüllen. Das heißt, bei 0,0 wird der aktuelle Zustand des Flipflops gespeichert und bei 1,1 soll der aktuelle Zustand des Flipflops invertiert werden. Die Bezeichnungen sind des Flipflops J als resultierender Setzeingang und K als resultierender Rücksetzeingang. Einfach damit wir uns unterscheiden vom RS-Flipflop, damit man nicht denkt, man hat das Gleiche, dass es sich um ein reguläres RS-Flipflop handelt, sondern man sieht, dass es sich hier unterscheidet. Wie kann man sich das besser merken? Man kann sich das merken, wenn man für das J ein Jump und für das K ein Kill sich merkt. Gemeinhin wird dieses Flipflop nämlich auch als Jump-Kill-Flipflop bezeichnet. Jump soll heißen, der Zustand springt auf eine 1 und Kill heißt natürlich, der vorhandene 1-Zustand wird gekillt auf eine 0. Ja? So. Wir wollen jetzt dieses JK-Flipflop bauen aus einem D-Flipflop. Wie gehen wir vor? Das ist genau die gleiche Vorgehensweise wie bei den anderen Flipflops jetzt auch. Wir haben hier unseren Anfangszustand QT. Wir haben hier die gewünschten Eingangsvariablen JK des Flipflops und wir haben hier einen Folgezustand QT plus 1. Wir betrachten nochmal die Funktionstabelle des Flipflops und zwar wie beim RS-Flipflop auch. Irgendwas ist mit diesem Kabel los. Furchtbar. So vielleicht. Besser. Okay, nicht an den Tisch lehnen. Wir betrachten das die Funktionstabelle, die verkürzte des JK-Flipflops, das heißt das gewünschte Verhalten, das an den Tag legen soll. Wie beim RS-Flipflop soll der Zustand 0,0 bedeuten, dass wir den aktuellen Zustand speichern wollen, also nicht verändern wollen. Zustand 0,1, das heißt hier Kill ist gesetzt, soll bedeuten, dass unabhängig vom Anfangszustand der Folgezustand eine 0 sein soll. JK1, Jump, soll heißen, unabhängig vom vorherigen Zustand, QT, soll der Folgezustand eine 1 sein. Und die neue Funktion zusätzlich, die zum RS-Flipflop jetzt hier hinzukommt, ist die 1,1. Die soll bewirken, dass der Folgezustand die Invertierung des Anfangszustandes beinhaltet. So, das heißt, wir gehen jetzt hier unsere Funktionstabelle durch, betrachten hier den Anfangszustand und diese Kombination und tragen dann jeweils den Folgezustand ein. Also, Anfangszustand 0, bei 0,0 wird gespeichert. Können wir gleich vielleicht schnell eintragen, dann ist es ein bisschen übersichtlicher. Also, 0,0 speichert den Anfangszustand bei einer 1 oder bei einer 0. Wenn ich Kill habe, setze ich immer auf 0, also wenn nur Kill gesetzt ist. Ja, macht Spaß. Technik, die begeistert. Also ist irgendwo ein Kabel locker. Hier ist es locker.
Wenn ich nur das J habe, will ich setzen. Das heißt, hier kommt jeweils eine 1. Und bei 1, 1 kippe ich den vorherigen Zustand. Von einer 0 wird eine 1, aus einer 1 wird eine 0. Ja? Schauen wir mal, ob ich es richtig gemacht habe. Sieht alles gut aus. So, nachdem wir das hier haben, haben wir gesagt, wir wollen ja das Ganze mit einem D-Flip-Flop implementieren. Das heißt, wir brauchen noch zusätzlich eine Spalte für das D. Und beim D-Flip-Flop haben wir ja gesagt, das D-Flip-Flop übernimmt immer die Eingabevariable als aktuellen Zustand und übernimmt es dann für den nächsten Zustand. Das heißt, das gewünschte Verhalten hier ist ja für jeweils QT plus 1 eine 0 zu haben. Das heißt, wir brauchen dann auch beim D eine 0. Wir haben hier eine 0, das heißt, hier muss auch eine 0 sein. Eine 1, da muss eine 1 sein. Das heißt, ich kopiere diese, aber nur für das D-Flip-Flop jetzt, diese QT plus 1 Spalte und benutze sie als Definition für meine Eingabevariable. So, jetzt wird es doch ein bisschen unübersichtlich hier. Machen wir das wieder weg. So, das heißt jetzt, ich habe mir neue Eingänge definiert, J und K. Ich habe mir eine Funktion definiert, wie aus bestimmten Zuständen Folgezustände generiert werden. Und ich habe jetzt ein Pendant für D entwickelt. Das heißt, ich möchte jetzt die Funktion für D erstellen in Abhängigkeit von J, K und QT. Die sieht dann so aus. Man kann sich hier herleiten, indem man das Ganze in ein KV-Diagramm einträgt, oder man kann sich es auch hier logisch herleiten, indem man sagt, wenn Jump gesetzt ist und kein und der Anfangszustand eine 0 ist, dann gibt es hier eine 1, oder wenn der Anfangszustand schon 1 war und kein Kill-Bit gesetzt ist, dann habe ich auch eine 1. Ja? Das wäre die logische Art und Weise, sich herzuleiten. Alternativ einfach ins KV-Diagramm eintragen oder logisch arithmetisch. Aber das kennt ihr ja schon alles. So, wir haben gesagt, links gibt es alle möglichen Kombinationen des aktuellen Zustandes QT und den Eingangsvariablen J und K. Sehen wir hier. Auf der rechten Seite haben wir jetzt den Folgezustand QT plus 1 und die daraus resultierenden Ansteuerwerte des D-Flip-Flops. Sehen wir hier. Und wir haben jetzt D in Abhängigkeit von Q, J und K erzeugt. Sehen wir hier. Die Funktion ist jetzt schon minimal. Kennt ihr schon, brauchen wir auch nicht machen. Wie würde jetzt eine Implementierung aussehen? Wir haben hier das D-Flip-Flop, das wir zur Implementierung verwenden wollen. Und wir haben hier das Ansteuersignal für das D-Flip-Flop, welches jetzt mit Q, K und J gespeist wird. Das Q holen wir uns vom Ausgang des D-Flip-Flops, verunternes mit der Negierung von K. Das Q nicht holen wir uns auch vom invertierten Ausgang des D-Flip-Flops, verunternes mit J, und beides wird geordert und an den D-Eingang angeschlossen. Das Taktsignal können wir ganz normal abgreifen hier, direkt als Eingang für das D-Flip-Flop. Und das neue Schaltsymbol, das wir jetzt hier haben für diese komplette Schaltung, sieht dann so aus. Okay, soweit so gut. Fragen? Keine. Gut. So, kommen wir zur Ansteuertabelle des JK-Flipflops. Wir nehmen dafür, gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir können einmal die verkürzte Funktionstabelle nehmen. Das war hier die Funktionsbeschreibung. Wir schreiben jetzt links unsere Zustandsvariablen hin, einmal QT für den aktuellen Zustand, einmal QT plus 1 für den Folgezustand. Und wir wollen jetzt daraus die Js und die Ks, die wir zur Ansteuerung benötigen, folgern. Einmal können wir das so machen, dass wir jetzt hier tatsächlich von der Funktion ausgehen und sagen, okay, ich habe einen Anfangszustand Q, T gleich 0 und QT plus 1 gleich 1. Das heißt, welche dieser Bedingungen sind denn, welche dieser Eingangsbelegungen erfüllen denn diesen Wechsel oder dieses Verbleiben auf dem Zustand? Dafür setze ich hier für QT 0 ein und für QT plus 1 1 an, und wenn diese Gleichung hier erfüllt ist, was hier zutrifft zum Beispiel,
Dann kann ich das hier eintragen. Einmal habe ich hier JK0, also für 0,0 ist die Bedingung erfüllt. Wenn ich T plus 1 hier einsetze mit 0, hier ist eine fixe 0, das heißt, dieser Zustand erfüllt auch, diese Eingabebelegung erfüllt auch diesen Zustandswechsel. Das heißt, ich habe jetzt hier die Belegungen JK00 und 01, die kann ich zusammenfassen zu einem 0 und don't care und damit hätte ich dann meine erste Zeile. Ich kann es aber auch aus meiner Tabelle hier folgern, wenn ich hier nämlich sage, wenn wir jetzt hier sagen, das sind ja meine Wechsel, Anfangszustand, Folgezustand und die können erreicht werden mit diesen Eingabevariablen und wie wir hier sehen, J muss auf alle Fälle 0 sein und K darf beliebig sein, also kommen wir auch hier auf das Don't Care. Wir können es auch anders herleiten und zwar mit einem Zustandsdiagramm. Dafür betrachten wir nochmal unsere zwei Zustände 0 und 1. Wir sagen, was muss denn passieren, damit wir im Zustand 0 bleiben, wenn wir schon im Zustand 0 sind? Wir können einmal speichern, das heißt, wir können einmal sagen, behalte den aktuellen Zustand bei, oder wir können einmal durch diese Rücksetzfunktion im Zustand 0 bleiben. Es entspricht jeweils den Kombinationen JK00 und 01. Auch hier sehen wir, dass wir das zusammenfassen können zu einem 0 Don't Care. Der nächste Schritt wäre, wie komme ich denn von einer 0 auf eine 1? Es geht einmal durch das Setzen, das heißt, ich sage dem JK Flipflop, bitte setze den Zustand auf 1 oder wechsle deinen 0 Zustand, würde auch diese Funktion erfüllen. Ja, also die Kombination 1, 1. Beide Kombinationen schreibe ich mir auf und ich sehe auch hier, dass man hier zusammenfassen kann zu einem J1 und K Don't Care. Das wird dann hier nochmal eingetragen, 1 Don't Care. Wie komme ich von einer 1 auf eine 0? Einmal durch das Rücksetzen und einmal durch das Wechseln. Auch hier die Kombination 0, 1, 1, 1. Ich kann hier zusammenfassen zu Don't Care 1, trage das hier ein. Und im letzten Schritt, wie bleibe ich in meiner 1? Das kann ich einmal durch das Setzen und einmal durch das Speichern. Diese Kombinationen sind die 0, 0 und die 1, 0. Auch hier Don't Care 0 trage ich ein und damit habe ich meine Ansteuertabelle. Ja? Neben diesen synchronen Eingängen können wir bei Flipflops auch noch zusätzliche asynchrone Eingänge haben. Die erkennt man daran, dass hier keine Ziffer dran steht. Und die reagieren dann asynchron, ja, also sind nicht abhängig vom Takt. Wie genau sieht das jetzt aus? Wenn wir erstmal im ersten Schritt betrachten, nehmen wir grün. Ja. Also, ignorieren wir jetzt mal den R-Eingang und betrachten nur JK und den Takt, dann wird sich jeweils zur Auftaktflanke, weil wir haben hier ein auftaktgeflanktes JK-Flipflop, auftaktflankengesteuertes JK-Flipflop, dann würde sich jeweils zu diesen Zeitpunkten würden Änderungen übernommen werden. Wir betrachten zum ersten Zeitpunkt haben wir ein J1 und ein K0. Das heißt, das gewünschte Eingabesignal würde von 0 auf 1 wechseln und würde dann bis zur nächsten Taktflanke so bleiben. Zur nächsten Taktflanke betrachte ich dann ein J0 und ein K0. Das heißt, der interne Wert wird gespeichert. Das heißt, ich markiere mal hier. Wir bleiben bei der 1. Im nächsten Zeitpunkt hätte ich hier ein J gleich 1 und K gleich 1. Das heißt, ich wechsle meinen Zustand von einer 1 auf eine 0. So, und im letzten Schritt habe ich ein K gleich 1 und J gleich 0, das heißt, ich kille hier den Ausgang, das heißt, ich bleibe hier auf einer 0. Betrachten wir jetzt den Reset-Eingang, den asynchronen zusätzlich, dann wird genau zu der Taktflanke hier, also wenn das Reset eine 1 sendet, wird das Flipflop zurückgesetzt. Das heißt, anstatt
dass ich hier auf die nächste Taktflanke warte, wird hier sofort das Signal auf eine 0 zurückgesetzt. Ja? Was bedeutet das für den zusätzlichen Verlauf? Man könnte jetzt meinen, okay, nicht so schlimm, im nächsten wird sich schon wieder korrigieren. Ist aber nicht der Fall, weil zum nächsten Zeitschritt haben wir ja J und K gleich 1. Das heißt, hier soll der aktuelle Zustand des Flipflops gewechselt werden, invertiert werden. Und das würde bedeuten, dass hier das Flipflop auf 1 wechselt. Ja? Hier haben wir dann ein Kill. Hier wird zurückgesetzt. Und dann sehen wir, dass hier das wieder runtergeht. Ja, also komplett anderes Verhalten. Das Rote ist jetzt die tatsächliche ausgeführte Funktion. Und das Grüne wäre das, was wir vielleicht ohne das R hätten. Schauen wir uns nochmal an. Können wir das wegmachen. So. Damit es ein bisschen schöner aussieht. Also, asynchron rücksetzbares JK-Flipflop. Wofür brauchen wir überhaupt so einen Rücksetz-Eingang? Wir brauchen das zum Initialisieren. Wir wissen ja bei manchen Flipflops vielleicht nicht, das werden wir gleich nochmal sehen, was für einen Grundzustand die haben. Und dafür, wenn man ein System initialisieren will zum Beispiel, will man vielleicht einen Grundzustand herstellen, der immer konsistent ist, der immer gleich ist. Und dafür braucht man so einen Rücksetzeingang. Also beim Initialisieren eines Schaltwerkes werden diese Flipflops in einen definierten Grundzustand gebracht. Den Rest haben wir, glaube ich, alles gesagt. Genau, also die 1 fehlt hier, daran erkennt man dann, dass es asynchron ist. RS-Flipflop hatten wir jetzt, D-Flipflop hatten wir, JK-Flipflop hatten wir und das nächste Flipflop, das wir betrachten wollen, ist ein T-Flipflop. T steht für Toggle, to toggle, also kippen und dieses T-Flipflop besitzt nur einen Eingang. Und dieser eine Eingang soll einfach nur den Zustand des Flipflops kippen. Das heißt, wenn eine 1 anliegt, dann wird aus einer 1 eine 0 oder aus einer 0 eine 1. Liegt eine 0 als Eingang an, behält das Flipflop seinen aktuellen Zustand. Und wie können wir dieses Flipflop implementieren? Wir können zum Beispiel ein T-Flipflop bauen aus einem JK-Flipflop. Bietet sich an, weil wir jetzt die neue Funktion Toggle ja schon im JK-Flipflop verwendet haben. Das heißt, wir haben gesagt, Eingang 1,1 bedeutet kippen. Und dann können wir einfach hier sagen, okay, wir nehmen das JK-Flipflop, verbinden den gewünschten Eingang E mit dem J und dem K und haben dann direkt die Funktion, weil wenn E 0 ist, liegt am JK-Flipflop ein 0,0 an, was bedeutet Zustand speichern und bei E 1 liegt eine 1,1 an. Das heißt, hier wird dann der Zustand gewechselt. Schaltbild eines synchronen T-Flipflops sieht so aus. Ich habe den T-Eingang, ich habe den Clock-Eingang und auch hier nochmal die 1 jeweils am Takt und am Eingang des Flipflops. Verkürzte Funktionstabelle ist trivial, brauchen wir nicht nochmal wiederholen, speichern und wechseln. Und hier die Besonderheit des T-Flipflops. Wir wissen, abhängig vom Eingangsvariable E können wir nie sicher sein, was der Zustand des T-Flipflops ist. Ja. Dadurch, dass wir immer nur toggeln, ist das Flipflop in einem ganz bestimmten Zustand, aber wir wissen nie, in welchem Zustand es ist, wenn wir jetzt nicht an den Ausgang schauen. Beim JK-Flipflop können wir das abschätzen. Wir können zum Beispiel sagen, wenn es Jump gesetzt ist, dann haben wir ein Setzen und Kill ist gleich 0, dann ist definitiv der nächste Zustand des JK-Flipflops ist ein 1. Beim T-Flipflop ist es nicht möglich, da immer nur geflippt wird. Deswegen ist auch hier wichtig, dass wir einen Reset-Eingang haben oder einen Set-Eingang, ja? Damit wir vorinitialisieren können. Ansteuertabelle. Wir haben den Anfangszustand 0, Folgezustand 0, brauchen wir eine Eingabe 0, weil wir hier den Zustand speichern wollen. Wollen wir den Zustand wechseln? Also im Grunde immer eine 1, wenn hier ein Wechsel stattfindet. Immer hier eine 1 an E, wenn ein Wechsel stattfindet zwischen dem aktuellen und dem Folgezustand. Ansonsten immer eine 0. Und genau, haben wir alles schon gesagt. Zusammenfassend, wir haben gesagt RS-Flipflop. Beim asynchronen RS-Flipflop wichtig, die Eingangsbelegung 1,1 verboten.
Das synchrone RS-Flipflop nennen wir ein RS-Latch. Das D-Flipflop oder das D-Latch, wenn es synchron ist, hält diese Nebenbedingung immer ein. Ja? Das heißt, dadurch, durch die Konstruktion des D-Flipflops haben wir schon gewährleistet, dass diese verbotene Eingangsbelegung nie anliegt. Wir haben daraus einen JK-Flipflop generiert, dass diese verbotene Eingangsbelegung zusätzlich als Funktion benutzt, als Komplementierung. Und wir haben einen T-Flipflop nochmal erklärt, dass nur das macht, dass den Ausgang komplementiert, ansonsten speichert bei dem Eingang 1. Ja, das waren jetzt die 4 Flipflops. Und für diese 4 Flipflops sollte man die Ansteuertabellen ja, entweder auswendig können oder sich zumindest herleiten können. Ja. Ich meine, es ist nicht schwer, wenn man weiß, wie die Dinger funktionieren. Wir haben gesagt, hier Reset und Set. Wenn man weiß, dass 1.1 verboten ist, dann kann man hier sagen, bei Set 0 wird auf alle Fälle genau, also wenn kein Set-Eingang gesetzt ist, dann spielt es keine Rolle, was ein Reset ist. Aus einer 0 bleibt eine 0. 0.1, wenn es gesettet wird, wird immer eine 1 draus. 1.0, immer wenn ich resette, wird aus einer 1 eine 0. Und von der 1 bleibt eine 1, wenn mein Reset-Eingang 0 ist. Selbe für das JK-Flipflop. Ich habe bei 0.0, brauche ich eine 0 auf dem Jump-Eingang. Auf dem Kill-Eingang ist es mir egal, was da steht, weil egal, ob hier 0 oder 1 steht, dieser Übergang wird immer gewährleistet. J1 und irgendwas auf K bedeutet immer ein Wechsel von 0 auf 1. Ein 1 auf dem Kill-Switch, auf dem Kill-Eingang und beliebiger Jump-Eingang sorgt immer dafür, dass ich von einer 1 auf eine 0 wechsle. Und 1-1 bleibe ich bei Don't Care 0. D-Flip-Flop haben wir gesagt, immer der Eingang wird übernommen als Ausgang. Das heißt, wenn ich einen Folgezustand habe, der 0 ist, dann muss auch vorher ein D am Eingang D eine 0 anlegen. Das heißt, hier kopiere ich einfach die QT plus 1 Spalte und habe hier meinen D-Flip-Flop. Beim T-Flip-Flop haben wir gesagt, findet immer ein Wechsel statt, wenn kann ich einen Wechsel immer hervorrufen, dadurch, dass ich eine 1 am T-Eingang anlege, ansonsten bleibe ich bei einer 0. So. Das wäre die Art und Weise, sich das herzuleiten. Wie gesagt, wenn man die Funktionen kennt, ist es einfach. Wenn man sie nicht kennt, muss man es vielleicht mal auswendig lernen oder sich das Ganze mal ein bisschen näher zu Gemüte führen. Machen wir weiter mit dem Entwurf synchroner Schaltwerke. Ich würde vorschlagen, ich weiß nicht, Professor Hanebeck hat, glaube ich, immer in der Mitte 5 Minuten Pause gemacht. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach weitermachen und 5 Minuten früher aufhören. Ist okay für euch? Ist immer gut, gell? Früher aufhören. Okay. Kapitel 4.4, Entwurf synchroner Schaltwerke. Was kommt jetzt in diesem Kapitel vor? Wir wollen Automatengraphen aufstellen, wir wollen die Automatentafel aufstellen, wir wollen die Zustandskodierungen wählen, Ausgabe- und Übergangsschaltnetze erstellen und wir wollen das Ganze erstmal machen mit dem Folgenerkenner. Beziehungsweise wir fangen zuerst mit dem anderen Beispiel an, kommen dann nachher auf den Folgenerkenner. Also, wir wollen synchrone Schaltwerke entwerfen und wir werden es jetzt beispielhaft machen, und zwar an einem Serienaddierer. Die Funktion dieses Serienaddierers sieht so aus. Wir wollen beliebig lange Dualzahlen addieren. Das machen wir stellenweise. Das heißt, wir bekommen einen Stream von Binärziffern und diese Binärziffern beginnen mit der niedrigsten Wertigkeit. Und wir müssen jetzt jedes Mal diese Ziffern addieren, daraus einen Übertrag vielleicht generieren oder auch keinen Übertrag generieren und den an die Folgestelle weitergeben. Die Zahlen bekommt unser Serienaddierer bitweise, und zwar pro Taktschritt genau eine Stelle. Auch die Ausgabe soll nach dem Takt erfolgen und soll bitweise sein. Soll zu jedem Zeitpunkt die Summe der bisherigen Eingabefolgen ohne Übertrag wiedergeben. Okay, soweit so klar. Also wir addieren zwei Binärziffern und erzeugen einen Übertrag oder keinen Übertrag. Der erste Schritt ist natürlich das Aufstellen eines Automatengraphen. Das heißt, wir wollen erstmal
Wir müssen erstmal wissen, wie viele Eingabevariablen wir haben, wie viele Zustände wir brauchen. Sei jetzt hier mal die Eingabevariable x und y und die beinhalten jeweils ein Bit. Und die Ausgabe sei jetzt s. Ja, s soll die Summe widerspiegeln. Das heißt, wie viele Zustände brauche ich denn bei so einem Serienaddierer? Ich muss mir eigentlich nur merken, wenn ihr euch jetzt bei der normalen Addition überlegt, wie addiert ihr im Dezimalsystem? Man addiert, schreibt das Ergebnis der Addition hin. Falls man über 10 ist, erzeugt man einen Übertrag. Das heißt, man überträgt eine 1 oder auch mehr, je nachdem, wie viel man addiert. Schreibt den dann unten links auf die nächste Additionsstelle. Am nächsten Schritt addiert man dann wieder diese zwei Zahlen und betrachtet diesen Übertrag nochmal zusätzlich mit. Bei Binärziffern hat es natürlich den Vorteil, dass wir nur Nullen und Einsen addieren. Und wenn wir uns jetzt beschränken auf zwei Variablen tatsächlich, dass wir nur zwei Ziffern addieren wollen, dann kann nur eine Kombination von 00, 01, 10 und 11 addiert werden. Und der Übertrag, der erzeugt werden kann, ist natürlich auch nur ein Bit. Das heißt, ich muss hier nur betrachten, beziehungsweise für meine nächste Addition ist nur der Übertrag von der vorherigen Addition wichtig. Ja? Das heißt, ich muss mir nur merken, gab es einen Übertrag oder gab es keinen Übertrag, was wiederum bedeutet, dass wir nur zwei Zustände brauchen. Nennen wir einmal den ersten Zustand Ü für ja, es existiert ein Übertrag, und nennen wir den zweiten Zustand KÜ für es gab keinen Übertrag aus der vorherigen Addition. So, Blockschaltbild sieht so aus. Wir haben X und Y zum Zeitpunkt T. Das sind unsere Eingaben. Wir produzieren ein S zum Zeitpunkt T. Also das ist die Summe. Und wir erzeugen einen Übertrag, der für die nächste Addition zur Verfügung gestellt werden soll. Und bei der Addition muss ich natürlich noch zusätzlich den Übertrag aus der vorherigen Addition betrachten. Das sei dann hier ZT. Hier brauche ich irgendeine Art von Speicher, die sich merkt, ob es einen Übertrag gab oder ob es keinen Übertrag gab. Und wie wir schon erwähnt haben, wir haben ja gesagt, für Zustände brauchen wir dann Flipflops. Wollen wir den Automatengraphen aufstellen, benutzen wir hier ein MIDI-Schaltwerk, weil für eine Addition es wichtig ist, was für eine Eingabe kam. Das heißt, abhängig von der Eingabe wird sich die Ausgabe ändern. Das heißt, wir können hier dann kein Moore-Schaltwerk verwenden, sondern wir nehmen das MIDI. Und das MIDI-Schaltwerk sieht so aus, dass wir jeweils Eingabevariablen auf den Pfeilen beschriften mit zusätzlich der Ausgabevariablen. Meine Zustände sind gekringelt, das kennt ihr schon. Hier mein Grundzustand hat zwei, ist mit zwei Kreisen gekennzeichnet. Und wir fangen natürlich an mit keinem Übertrag, weil wenn wir jetzt anfangen zu addieren, haben wir erstmal keinen Übertrag. Ja, logisch. So, was passiert jetzt? Ich addiere 0 und 0. Das Ergebnis, die Summe ist eine 0. Und ich bleibe in keinem Übertrag. Ich addiere eine 0 und 1. Die Summe ist eine 1 und ich erzeuge wieder keinen Übertrag für die nächste Stelle. Ich addiere eine 1 und die 0, die Summe ist eine 1 und wieder erzeuge ich keinen Übertrag. Bekomme ich jetzt eine 1 und eine 1, muss ich einen Übertrag erzeugen. Das heißt, die Summe von 1 und 1 ist 0 und für die nächste Addition muss ich den Übertrag mit betrachten. Ja? Das heißt, ich wechsle meinen Zustand von KÜ nach Ü. Betrachten wir jetzt die zweite Addition. Angenommen, wir haben jetzt hier einen Übertrag erzeugt, sind wir im Zustand Ü. Und ich addiere jetzt eine 0 und eine 1. Ich bin bei 1. Und zusätzlich muss ich jetzt noch den Übertrag von der letzten Addition hinzunehmen. Das heißt, ich komme auf eine 1, 0. Das bedeutet, meine Summe ist eine 0. Und ich erzeuge wieder einen Übertrag für die nächste Stelle. Genauso sieht es aus, wenn ich eine 1, 0 addiere. Genau das gleiche Prinzip. Ich bekomme als Ergebnis 1, 0. Ich gebe eine 0 aus und bleibe in meinem Übertragszustand, addiere ich jetzt zusätzlich nach der ersten 1,1 nochmal eine 1,1, bin ich bei der Summe 1,1. Ja? Also ich habe 1 plus 1 plus 1 gemacht, macht 3. 3
binär kodiert ist die 1, 1. Die hintere 1, die gebe ich aus als Summe und sage ihm, ich bleibe wieder in meinem Übertrag. Passiert jetzt das, dass ich zwei Nullen bekomme, dann gibt die Summe von 0 und 0 ist 0 plus Übertrag macht 1. Ich gebe die 1 aus und muss dann wechseln in meinen Kein-Übertrag-Zustand. Soweit so klar? Jemand schon Fragen? Ist einfach, oder? Also nichts Kompliziertes jetzt. Wir wollen jetzt die Automatentafel aufstellen. Also wir haben gesagt, wir wollen jetzt diesen Serienaddierer implementieren. Und der erste Schritt war jetzt, hier den Automatengraphen zu erstellen. Das haben wir jetzt gemacht. Und als zweiten Schritt wollen wir jetzt die Automatentafel erstellen. Das bedeutet, falls ihr euch erinnert, so sah die Automatentafel aus. Wir haben hier den jeweiligen Zustand K, Ü und Ü. Wir haben hier Folgezustand und Ausgabe. Das war eine Automatentafel für Mini-Schaltwerke, für Mini-Graphen. Das heißt, hier hängt jeweils die Ausgabe immer von der Eingabe ab. Dann haben wir X und Y als Eingaben und diese Werte können wir direkt hier ablesen. Das heißt, bei 0, 0 und in KÜ bleibe ich in KÜ als Folgezustand und ich produziere eine 0. Ja? Bei KÜ mit 0, 1 produziere ich eine 1, sieht man hier, und ich bleibe in KÜ, sieht man da. 1, 0 bleibe ich auch in KÜ und ich produziere eine 1. Bei 1, 1 wechsle ich in den Zustand Ü und produziere eine 0, sieht man hier, und so weiter und so fort. Also, wenn wir jetzt alle Zustände eingetragen haben, dann haben wir hier die Automatentafel des Serienadderers vervollständigt. Nochmal zur Erinnerung, wenn wir asynchrone Schaltwerke bauen, wäre jetzt der nächste Schritt gewesen, dass wir hier die stabilen Zustände kennzeichnen. Stabile Zustände hatten wir so definiert, dass wir gesagt haben, wenn der Folgezustand unter einer bestimmten Eingabebelegung dem Anfangszustand entspricht, dann machen wir hier Kringelchen drum und markieren diese Übergänge als stabil. Bei synchronen Schaltwerken brauchen wir das nicht gesondert machen, weil wir jeweils zu den Taktzyklen die Eingabebelegungen verwerten und sich danach die Ausgabewerte stabilisieren. Das heißt, hier brauche ich nicht separat nochmal stabile Zustände zu betrachten, sondern ich gehe davon aus, dass bis zum nächsten Taktzyklus alle meine Zustände stabil sind. Ja? So, nächster Schritt ist die Wahl der Zustandskodierung. Wir haben gesagt, bei asynchronen Schaltwerken ist die Wahl der Zustandskodierung sehr kritisch, weil abhängig von den Zustandsübergängen hier irgendwelche Wettläufe oder kritische Wettläufe entstehen können. Deswegen muss man hier eine Zustandskodierung wählen, die entsprechend der Funktion des Schaltwerkes unkritisch ist. Bei synchronen Schaltwerken ist die Zustandskodierung unkritisch. Das heißt, Hauptsache, meine Zustandskodierung erlaubt die Unterscheidung der unterschiedlichen Zustände. Das ist die Hauptsache. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann spielt die Zustandskodierung selber keine Rolle. Ich kann natürlich noch optimieren und sagen, abhängig von meiner gewählten Zustandskodierung kann sich der Schaltaufwand eventuell reduzieren. Das heißt, durch eine geschickte Wahl meiner Zustandskodierung kann ich dafür sorgen, dass nachher die Schaltung, die ich dafür bauen muss, einfacher aussieht und vielleicht auch günstiger zu implementieren ist mit weniger Schaltbauteilen. Zustandskodierung, nochmal, Logarithmus dualis ist die Untergrenze, die untere Schranke. Das heißt, abhängig von der Anzahl der Zustände, die ich habe, kann ich mir durch das Aufrunden des Logarithmus dualis von meinen Zuständen k, kann ich die minimale Anzahl der Flipflops, die ich benötige, berechnen. Wenn wir jetzt unser Beispiel betrachten, ist das natürlich wieder trivial, weil wir hier nur zwei Zustände haben und der Logarithmus von dualis von 2 ist 1, also 2 hoch 1 ist gleich 2, deswegen 1. Und hier hätte man vielleicht eine andere Variable wählen können, um nicht so viel Verwirrung zu erzeugen vielleicht, aber angenommen, unsere Zustandsvariable heißt jetzt Ü, ja,
Dann ist der Zustand K, Ü, kann ich kodieren mit einer 0 und den Zustand Ü für Übertrag kann ich mit einer 1 für meine Zustandsvariable Ü kodieren. So, dann kommen die Ausgabe- und Übergangsschaltnetze. Wir setzen diese Zustandskodierung in die Automatentafel ein und wir erzeugen eine kodierte Ablauftabelle des Schaltwerkes. Das war unsere Automatentafel, das ist unsere Zustandskodierung. Hier würden wir jetzt statt KÜ würden wir überall 0 eintragen, statt Ü würden wir überall 1 eintragen. Und wir wollen jetzt für jeden Zustand mit jeder Eingabe-Belegungskombination herauskriegen oder beziehungsweise in der Tabelle eintragen, was mein Folgezustand ist und was meine Ausgabe ist. Das kann ich auch im Grunde einfach ablesen hier. Das heißt X und Y 0,0 mit Zustand 0 habe ich die Ausgaben 0, 1, 1, 0. Das heißt, ich gehe hier durch, habe dann 0, 1, 1, 0. Dann kommen die 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Die Folgezustände sehe ich hier auch. Kein Übergang, kein Übertrag, kein Übertrag, kein Übertrag. Das heißt, das Folgezustand ist 0. Ich habe dreimal die 0. Dann wechsle ich in den Zustand Ü. Das heißt, hier habe ich die 1. Hier in der zweiten Spalte, wo also der erste Block hier entspricht dem kein Übertrag-Zustand. Und der zweite Block entspricht dem Übertragszustand hier. Hier kann ich auch ablesen, kein Übertrag ist eine 0. Übertrag, 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 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ja? Damit habe ich die kodierte Ablauftabelle fertig. Wir können hier schon herauslesen, wie unsere Ausgabefunktion aussieht. Also die können wir schon direkt konstruieren. Hier brauchen wir ja keine Flipflops. Die hängt ja tatsächlich nur von meinem Zustand und von den Eingabevariablen ab. Das heißt, wenn ich die als Eingabe habe, kann ich direkt ein Schaltnetz bauen, das mir genau diese Ausgaben erzeugt. Für die Implementierung des Zustandsüberganges brauche ich jetzt meinen Flipflop. Hier ist jetzt natürlich wichtig, welchen Typ von Flipflop ich benutze. Ja. Das ist abhängig, ob ich jetzt einen RS-Flipflop, JK, D- oder T-Flipflop verwenden will, ändert sich dann hier die Größe des Schaltnetzes. Wir wollen jetzt in dem Beispiel erstmal einen JK-Flipflop verwenden. Dazu schauen wir uns die Ansteuertabelle des JK-Flipflops an. Wir haben gesagt, aktueller Zustand, Folgezustand, 0 Don't Care, 1 Don't Care 1, Don't Care 0. Und wir wollen das jetzt in die Ablauftabelle eintragen, und zwar als zusätzliche Spalten. Ja? Wichtig für uns hier, der Folgezustand und der Anfangszustand. Das heißt, ich will jetzt wissen, wie komme ich von diesem Zustand in den nächsten, wie komme ich von diesem Zustand in den nächsten, wie komme ich von diesem Zustand in den nächsten und so weiter und so fort. Nochmal zur Erinnerung, Ansteuertabelle des JK-Flipflops. Ich will jetzt von 0 auf 0 kommen, das heißt, ich gucke jetzt hier. Für 0 auf 0 brauche ich eine Eingangsbelegung bei JK mit 0 Don't Care. Die trage ich jetzt hier ein, 0 Don't Care. Ich will von 0 auf 0 kommen, wieder 0 Don't Care. Von 0 auf 0 kommen, wieder 0 Don't Care. Dann will ich von 0 auf 1 kommen, das heißt, ich schaue in der zweiten Zeile und brauche eine 1 Don't Care. Trage ich ein, 1 Don't Care. So, dann geht es weiter mit 1, 0, ist die 1 Don't Care, sieht man hier. Und so weiter, das heißt hier, ich schaue einfach die Zeilen nach, ja? Und habe dann hier die Ansteuereingänge meines JK-Flipflops generiert, die genau die gewünschten Übergänge produzieren, wie die Funktion meines Schaltwerkes, die ich mir vorgenommen habe. Ja? So, jetzt kann man, also wir betrachten nochmal die einzelnen Funktionen, die wir jetzt betrachten, die wir jetzt implementieren wollen. Das ist einmal der Folgezustand, UT plus 1, und
beziehungsweise einmal S für die Summe, das wollen wir ja bauen in dem Schaltnetz, und wir wollen die J und die K Steuereingänge für das JK-Flipflop bauen. Das heißt, diese drei Spalten sind jetzt für mich interessant. Und jede Spalte für sich entspricht jetzt einer Funktion in Abhängigkeit der Variablen UT, XT und YT. Ja? Das heißt, ich mache jetzt drei KV-Diagramme und trage jeweils die Funktionen ein. Einmal für J haben wir hier, schauen wir nochmal, 0001, don't care, viermal don't care. Das heißt 0001, don't care. Für K habe ich viermal don't care, dann die 1000. Also don't care, 1000. Und für S habe ich 011, 01001. 011, 01001. Ja? Kann ich direkt eintragen, wenn ich weiß, wie die Reihenfolge im KV-Diagramm aussieht. Der nächste Schritt ist einfach, kennt ihr schon, optimieren. Ich fasse hier zusammen, das ist der größte Block, den ich hier finden kann, bei Ü. Ich kann hier, der größte Block, den ich finde, für eine disjunktive Form ist hier. Und für ST habe ich leider nicht so viele Möglichkeiten zur Optimierung. Das heißt, hier muss ich tatsächlich jeden einzelnen Implikanten hier aufzählen. Funktionen sehen dann so aus. Ich habe für JT habe ich X und Y zum Zeitpunkt T. Ich habe für K Y nicht, das sind die zwei, und X nicht, also nicht X und nicht Y. Und hier muss ich jeden einzelnen Term aufzählen, jede einzelne Einstelle aufzählen. Deshalb ich habe einmal X, nicht Y, nicht Ü, nicht X, nicht Y, Ü, nicht X, Y, nicht Ü und so weiter. Ja? Und diesen Term kann ich vereinfachen oder beziehungsweise anders ausdrücken als Äquivalenz. Das heißt, meine Summe ist immer die Äquivalenz von X, Y und Ü zum Zeitpunkt T. So. Die Realisierung des Schaltnetzes würde so aussehen. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an, was hier passiert. Wir haben einmal den Eingang X und Y. Der steht hier einmal positiv und einmal negativ zur Verfügung, genauso mit Y. Und ich kann für jedes dieser Undglieder kann ich mir den positiven oder den negativen, das negierte oder das reale X oder Y jeweils hier abzweigen. Ja? Jetzt müssen wir uns das hier angucken. X und Y und jeweils blau vielleicht, jeweils die negierte Version hier. Das heißt, wenn ich jetzt den Eingang J betrachte, also hier ist mein Flipflop übrigens, falls man das übersehen hat. Ich will ja den J-Eingang vom Flipflop speisen mit X und Y. Das heißt, ich habe hier ein Undglied, was einmal von X gespeist wird. Moment, hier ist Y. Hier ist J. Also, ich speise einmal von Y und einmal von X. Das heißt, ich habe hier ein X und Y. Das liegt an meinem J-Eingang vom Flipflop an. Sieht man hier. Und ich brauche einmal beide Eingangsvariablen negiert an meinem K-Eingang. Das heißt, wenn ich hier betrachte, wo mein K-Eingang ist, werden jeweils die negierten Versionen von X und Y abgegriffen und verundet. Und die werden dann zum K-Eingang geführt. Hier ist mein Takt. Den führe ich direkt zum JK-Flipflop, weil da die einzige Stelle ist, wo ich den Takt tatsächlich brauche. Und der Rest von meiner Schaltung hier implementiert einfach nur S. Ja? Das heißt, ich nehme jetzt jeden einzelnen Term,
x, nicht y, nicht ü. Also, x bekomme ich von, schauen wir mal, x bekomme ich von hier. Das ist y, das heißt, mein x ist hier, nicht y ist das hier, also dieser Term. Und ich brauche das negierte ü. Das hole ich mir von da unten, von meinem ü nicht, vom JK-Flipflop. Ja? Als nächsten Term habe ich nicht x, nicht y und ü. Wird wahrscheinlich der hier sein. Nein, das ist er nicht. Nehmen wir mal x, y, ü. Das ist nämlich der da. Also ich hole mir x vom positiven Eingang, ich hole mir y vom positiven Eingang und ich hole mir das ü von da unten. Dann betrachte ich, schauen wir mal, was das hier ist. Das hier ist x nicht. Ich habe hier y nicht. Ne, ich habe hier y, also x nicht, y nicht, nicht x, wo sind wir? Hier, nicht x, nicht y und das hier ist ü, also nicht x, nicht y und ü. Und das letzte und, was ich hier habe, holt sich nicht x, holt sich y, also nicht x, y und das hier müsste dann zu ü nicht führen. Ja, sehen wir, passt alles. Das wäre jetzt die konkrete Realisierung des Serienaddierers. Und wir haben jetzt zusätzlich nochmal den Eingang für die Initialisierung beim JK-Flipflop. Hier zu vermerken vielleicht die Negation über der Initialisierung. Das heißt, wenn die Initialisierung auf 0 gesetzt wird, dann kommt hier, wird hier zurückgesetzt, das heißt, die Initialisierung muss die ganze Zeit auf 1 verbleiben. Auch hier gekennzeichnet durch die Negation vor dem R. Soweit, so gut. Fragen? Wer hat es verstanden? Wer hat es nicht verstanden? Meldet sich keiner, oder? Okay, gut. Machen wir weiter. So, 10 Minuten, das schaut man wahrscheinlich noch. Folgender Ketter. Wir haben die verbale Aufgabenstellung. Wir sollen ein synchrones Mini-Schaltwerk mit zwei Eingangssignalen X1 und X2 und einem Ausgangssignal Y konstruieren. Wir wollen am Eingang X1 eine Folge von Binärzeichen. Wir werden am Eingang X1 eine Folge von Binärzeichen empfangen. Und was wir wollen ist, dass während der zweite Eingang X2 auf 0 ist, die Folge von Binärzeichen beobachtet wird, tritt bei dieser Beobachtung die Folge 101 auf und wird die Beobachtung, wird der Beobachtungseingang mit x gleich 1 beendet, wollen wir genau für einen Takt lang eine 1 ausgeben. Ja? Und ansonsten soll die ganze Zeit 0 am Ausgang liegen. Technischen Randbedingungen, wir wollen möglichst geringe Gatteranzahl haben, es sollen nur NAND und NOR-Gatter verwendet werden und es soll die minimale Anzahl von JK-Flipflops verwendet werden. Formalisierung, Eingaben X1, X2, Ausgabe ist Y. Anzahl der Zustände müssen wir uns jetzt erstmal überlegen, was für Zustände haben wir und wie wollen wir diese Zustände definieren. Wir fangen erstmal an mit dem Grundzustand A. In diesem Grundzustand wollen wir warten, bis bei der Eingangsbelegung X2 eine 0 auftritt und das erste Zeichen der gesuchten Folge 101, nämlich die 1 auf X1 anliegt. So, solange diese Bedingung nicht erfüllt ist, verbleiben wir in A und warten dort. Tritt jetzt das erste Zeichen 1 auf und wird die Beobachtung von 0 auf 1 gewechselt, dann wollen wir auf B wechseln und dort warten, bis bei der Eingangsbelegung eine 0 auftritt. Oder die Beobachtung abgebrochen wird durch einen Wechsel von 0 auf 1. Wichtig hier, wir wollen eventuell erneut warten, bis eine 1 kommt, weil wenn eine 0 kommen sollte, ich mache keinen Sinn, wenn eine 0 kommt, dann bin ich ja schon bei der nächsten. Ja, es können viele Einsen hintereinander kommen. Ja?
Also wenn ich eine Folge habe von Folge sieht so aus, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Dann soll ja hier diese Binärkombination erkannt werden. Das heißt, wenn jetzt eine 1 anliegt, dann bin ich im Zustand B. Bei der zweiten 1 verbleibe ich im Zustand B, weil ja jederzeit diese Zeichenfolge jetzt starten könnte. Ja? So, habe ich jetzt mein zweites Zeichen empfangen, also die 0, dann warte ich auf das dritte Zeichen 1 oder dass die Beobachtung abgebrochen wird. Falls dieser Beobachtungsabbruch und das dritte Zeichen gleichzeitig kommen, dann will ich auf dem Ausgang Y eine 1 setzen. Und das dritte Zeichen, sobald ich das dritte Zeichen empfangen habe, warte ich auf den Abbruch, auf die Abbruchbedingung und will die Ausgabe von 1 produzieren. So, das sind meine 4 Zustände, die wir benutzen wollen. Schauen wir uns den Automatengraphen an. Wir haben den Grundzustand A. Können wir markieren mit 2 Kringelchen eigentlich. Ich habe hier meine Eingaben x1, x2 und die jeweilige Ausgabe. Die Ausgaben sind eigentlich immer 0, bis auf hier. Und hier, erklären wir aber gleich warum. Ich bin im Anfangszustand 0 und solange hier die Beobachtungsvariable x2 nicht 1 ist, beziehungsweise solange ich eine 0 habe auf x1, bleibe ich im Zustand A. Sobald ich eine 1 habe auf x1, muss ich schauen, dass meine Beobachtung gestartet ist. Dass sie gestartet ist oder ob sie gestartet hat oder nicht gestartet hat. Und wir haben ja gesagt, die Beobachtung startet mit einer 0. Das heißt, bei Nichtstart der Beobachtung x2 gleich 1 bleibe ich im Zustand A. Dann habe ich hier die Kombination don't care 0, 1, 1. Das heißt, die einzige Kombination, die noch übrig bleibt, ist die 0, 1. Bei einer 0, 1 habe ich die Ausgabe 0 und wechsle in den Zustand B. 0, 1 entspricht x1 gleich 1 und Beobachtung hat gestartet. Das heißt, ich habe mein erstes Zeichen empfangen und wechsle in den Zustand B. Im Zustand B verbleibe ich, solange eine 1 als Eingabevariable auf x1 liegt. x2 soll hier immer noch 0 sein. Sollte x2 auf 1 gewechselt werden, das heißt, man bricht die Beobachtung ab, wechselt man zurück in den Eingabe, in den Grundzustand. Ansonsten hat man hier die reflexive Kante, dass man hier wartet auf die nächste 1. Kommt jetzt das zweite Zeichen, die 0 hier an und meine Beobachtung ist immer noch valide, wechsle ich in den Zustand C. So. In C warte ich jetzt drauf, dass mein letztes Zeichen kommt. Entweder kommt jetzt die letzte 1 und die Beobachtung ist fertig. Das wäre dieser Fall hier. Dann gehe ich zurück in den Grundzustand und werde hier einmal eine 1 ausgeben. Kommt jetzt eine 0, dann ist ja meine Zeichenkette unterbrochen. Dann habe ich sowas hier zum Beispiel. Ja? Also man hat das hier detektiert und hier kommt die 0, das heißt hier gibt es einen Abbruch und man will ja schauen, ob dann später nochmal die 101 kommt. Also, Kombination don't care 0, Kombination 11, das heißt ich habe hier die 00, die 10 und die 11, das heißt die 01 fehlt mir noch. 01 bedeutet, ich habe mein letztes Zeichen empfangen, aber die Beobachtung ist noch nicht fertig. Das heißt, ich gebe hier eine 0 aus immer noch und warte dann im Zustand D, dass die Beobachtung abgeschlossen wird, also beendet wird. Und erst wenn ich hier die Beobachtung fertig habe, das heißt eine 1 auf der x2 liegt, gehe ich zurück in den Grundzustand A, gebe die 1 aus. Ansonsten warte ich hier darauf, dass die Beobachtung beendet wird. Ja? Also Zeichenkette wurde empfangen. Ich darf aber erst die 1 ausgeben, wenn diese Beobachtungsvariable auf 0 gesetzt wird. Das
Das heißt, ich baue jetzt erstmal meine Automatentabelle. Wir haben hier abhängig von den Zuständen immer die Ausgaben. Nee, abhängig von den Eingaben und Zuständen, Folgezuständen immer die Ausgaben. Mein Zustand hier A, B, C, D. Ich habe hier den Folgezustand jeweils und die Ausgabe bei einer bestimmten Eingangsbelegung. Ich habe hier die Eingangsbelegung 00011. Kann man hier ablesen, kann man hier ausfüllen. Ja? Gehen wir ein Beispiel zum Beispiel. Wenn wir jetzt hier in A sind, haben die Belegung 00, dann schaue ich hier, 00 fällt unter diesen Teil, also unter Don't Care 0. Das heißt, meine Ausgabe ist 0 und meine Kante ist die reflexive Kante. Das heißt, ich bleibe in A, Folgezustand wäre A und Ausgabe wäre 0. Kann ich jetzt für alle Zustände machen und dann haben wir hier die Automatentabelle komplett durchdefiniert. Für die Zustandskodierung wollen wir jetzt rauskriegen, was die Mindestanzahl der Flipflops, also die Mindestanzahl der Binärstellen, die ich brauche, um diese Zustände zu kodieren. Logarithmus dual ist von 4, trivialerweise 2. Das heißt, mit 2 Flipflops kann ich hier alle meine Zustände kodieren. Wir wählen hier jetzt die Zustandsvariablen Z1 und Z2 und wählen eine willkürliche, aber eindeutige Zustandsbelegung. Das heißt, A ist jetzt 0,1, weil es keine Rolle spielt. Ich kann auch mit 0,0 anfangen. B ist 0,0, C ist 1,0 und D ist 1,1. Dann baue ich mir meine kodierte Ablauftabelle. Das heißt, ich habe hier jeweils die Eingaben, die entsprechenden Zustandskodierungen, die Folgezustände und die Zustandskodierung der Folgezustände. Und ich habe hier meine Flipflops. Ich habe gesagt, ich brauche 2 Flipflops. Wenn ich jetzt einen JK-Flipflop verwenden will oder als Typ den JK-Flipflop verwenden will, brauche ich 2 JK-Flipflops. Das heißt, ich brauche hier einmal die Ansteuertabelle für J2, K2 für das zweite Flipflop und J1, K1 für den ersten Flipflop. Und die Ausgabe, die ist abhängig von meiner Anzahl der Zustandsvariablen, die kann ich schon direkt hier auch abschreiben. Also, das kriege ich raus aus dem hier. Kleines Beispiel. Ich habe hier schauen wir mal, Eingabe x1, x2 wäre hier 0,0 und 0,1. Was war jetzt hier? Die 1 und Don't Care brauchen wir. Also hier, bei diesen zwei Werten habe ich hier immer Folgezustand A und Ausgabe 0. Das heißt, mit Folgezustand A war kodiert mit 0,1, habe ich hier, ich gehe von 0,1 auf 0,1 und habe die Ausgabe 0. Ja? So, dann im nächsten Schritt brauche ich die Ansteuerfunktion meines Flipflops. Das heißt, ich betrachte jetzt erstmal nur Z2 für mein zweites Flipflop. Das heißt, für meinen aktuellen Zustand betrachte ich 0, für meinen Folgezustand 0 und brauche jetzt hier die Kombination, die mir diesen Übergang ermöglicht. Da jetzt hier bis hierhin alle Folgezustände gleich sind, bis hierhin alle Folgezustände gleich sind, also der Wechsel von 0 und 0 ist, weiß ich ja, dass ich bei einem JK-Flipflop dann die 0 und Don't Care brauche. Beim nächsten Schritt habe ich einen Wechsel von 0 auf 1, das heißt, ich muss hier den Jump setzen. Dann habe ich einen Wechsel von 1 auf 0, das heißt, ich muss hier den Kill setzen, das habe ich hier zweimal. Und hier habe ich jeweils auf 1 bleiben, ist die Don't Care 0 und 1, 0 ist die Don't Care 1. Das gleiche mache ich jetzt für die zweite Zustandsvariable oder für die erste. Hier jetzt rot. Kann ich wieder dieselben Ansteuertabellen verwenden und kann hier die Übergänge einfach kodieren mit Don't Care 0 oder Don't Care 1, 1 Don't Care, 0 Don't Care. So, wenn ich die kodierte Ablauftabelle fertig habe, trage ich meine Ansteuerfunktion in KV-Diagramme ein. Hier haben wir mal die Ansteuerfunktion des Flipflops 2, also diese hier. Eingetragen im KV-Diagramm, abhängig von Z1, Z2, X1 und X2. Und wir sehen hier, dass man
der größte Block, den man hier zusammenfassen kann, ein Zweierblock ist. Der sieht dann da unten so aus als Funktion. Also ich habe hier nicht x2, nicht x1 und nicht z1. Ja? Kann man hier umformen, was eine der Randbedingungen war, dass wir nur NOR- oder NAND-Glieder verwenden wollen, kann man hier umformen als Schaltfunktion in ein NOR von x2, x1 und z1, also ein NOR mit drei Eingängen. Das gleiche muss man jetzt natürlich für den K-Eingang machen. Ja? Also wir haben jetzt hier J2 betrachtet einmal und jetzt betrachten wir K2 nochmal in dem zweiten KV-Diagramm. Tragen hier wieder die Werte ein, dann sieht man hier, dass man hier zwei Primimplikanten rausziehen kann, die jeweils ein bisschen größer sind. Das heißt, man hat hier einmal x2 komplett, das ist dieser rechte Teil, und man hat einmal nicht x1 und nicht z1, was diesem Viererblock entspricht. Kann man vielleicht mal farbig kennzeichnen. Und diesen Block hier, der dem entspricht. Ja. Und das kann man schaltalgebraisch umformen zu zweimal NAND. Ich weiß nicht, warum hier so ein komisches Symbol ist. Das heißt, ich habe hier einen NAND von nicht x1 und nicht z1 und das vernenne ich dann mit nicht x2. So, Ansteuerfunktion des Flipflops 1 macht man dasselbe, KV-Diagramm eintragen für J1, KV-Diagramm eintragen für K1 und natürlich für die Ausgabefunktion auch nochmal, dass man hier nochmal Y einträgt und daraus nochmal eine Funktion umformt, die nur mit NANDs oder NOS gebaut wird. Das passiert hier. Und die Implementierung sieht ein bisschen komplizierter aus. Letztendlich aber ist es genau das gleiche wie vorhin. Man hat hier die x1, y, x2 Eingänge, baut sich daraus das Schaltnetz für die Eingänge für J1, für K1, für J2 und für K2. Schaltet dann hier nochmal ein Schaltnetz für Y zusammen und dann hat man genau ein Schaltwerk, was genau diese gewünschte Funktion erfüllt. So, ging ein bisschen schneller. Kann sein, dass wir in der nächsten Vorlesung kurz diesen Folgenerkenner, auf den nochmal kurz eingehen, dass wir ein bisschen detaillierter das Ganze betrachten. Aber soweit sind wir dann fertig. Gab jetzt leider keine 5-Minuten-Pause, 2-Minuten-Pause für euch. Keine Fragen mehr, nehme ich mal an. Dann wäre die Vorlesung damit beendet. Vielen Dank.